willkommen und schön zu einschalten aus Let's Play bei Mute mit so einem kleinen flauschigen Racker bei schönstem Regenwetter. Und wir befinden uns ja kurz vor der Erkundung des nächsten verseuchten Gebietes, denn beim letzten Mal haben wir die Überreste 4F sozusagen abgeschlossen und Bumbunke 4F sind wir auch gewesen. Können dann Häkchen hinten dran machen, wie er da ist, da hat so ein grünes Häkchen, zack, fertig. Und gehen jetzt zu die Klonkfaust und alte Weltwissen, beziehungsweise finde die Kuhkästen. Und wenn wir das dann alles hoffentlich erfolgreich absolvieren, haben wir dann die Klonkfaust-Quest auch fertig. Bin hier mal gespannt. Und für mich sieht das aus, als wenn hier das ein Biogefahrgebiet ist. Und ich habe mich schon mal umgezogen in der weisen Voraussicht, dass es das auch Biogefahr ist. Ich verwechsel das leider mal irgendwie. Ich kann mir das nie merken, warum auch immer. Hättest du gerne einen Poncho dabei? Es geht so. Alles gut. Guck mal, da haben wir ein Zelt. Da ist ein Sneaky. Noch eins. Ich wollte nur mal kurz unter dieser Brücke gucken, ob da noch irgendwas ist. Wir gucken mal auf die andere Seite. Weil das ja komplett unerforschtes Gebiet momentan für uns ist. Ist hier unten noch irgendwas? Nee. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt hier wieder hochkomme. So, nicht, dass wir von irgendwelchen Gegnern überrascht werden. Hallo. Ich hoffe, euch geht's gut. Schönes Regenwetter. Ja, alles super. Krapp, krapp, krapp. Nehmen wir das mit. Und einmal hier drüben noch das Zeltchen. Wo gucke ich jetzt da drauf? Irgendein Tunneleingang. Aha, da leuchtet doch was. Die Nassinsel. Dann lass uns erstmal da drüben hingucken. Bevor wir dann in dieses größere Gebiet schauen. Ob da irgendwelche verschlossenen Türen sind oder whatever. Wir gehen erst. Naja, man hört sie doch schon. Ein Motortunnel. Früher fuhren hier Automotos durch. Radioaktiv. Jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Haben wir nicht radioaktiv? Ich habe jetzt Biogefahr. Die habe ich an Strahlung. Wahrscheinlich ist es genau die Strahlung gewesen. Ich hätte gleich anlassen können, oder? An die Tatsache. Nee. Doch, die haben wir doch beim letzten Mal angehabt, oder? Bin ich mir gerade unsicher. Wenigstens bleibst du damit trocken. Habe ich mich umsonst umgezogen, ne? Die steht dir gut. Danke. Okay, gucken wir mal rein. Also auf jeden Fall Gegner drin. Hallo? Jetzt habe ich aufs Fässchen geschossen. Niemand stand da. Herzlichen Glückwunsch. Der Sturm. Zum Glück ist der eine nicht geresettet. Mach ein Brecherchen. Laden. Boom, boom. Puh. Ja, gegen die hat man schon mal die Ehre. Ich erinnere mich. Wie düster es da draußen ist. Das ist eigentlich eher düster gerade hier drinnen, ne? Aber na gut. Sind sie schon gerespawnt? Ich wollte noch ein Bildchen machen. Okay, mal gucken. Rotschilf. Wow, ein Glücksfund. Wow, wow, wow. Hm.
Wie heißt das hier, wo wir jetzt hier reingelaufen sind? Mototunnel 4F, alles klar, ist alles 4F-ig. Der 4F-Bereich. Aha. Eine Banane. Ja, herrlich. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was ich hier drinnen finden muss, ne? Ich bin jetzt einfach hier. Für jedes Schloss. Na, zum Glück, den haben wir ja. Überragende Beute wahrscheinlich, ne? Ja, perfekt. Uha. Pichu-Rucksack. Weniger Gesundheit. Ja, der ist halt auch nicht so. Sag das ein. Ja, wir nehmen es mit, aber leider jetzt nichts von großem Interesse für mich zum Tragen, sagen wir mal so. Okay, okay. Dann gehen wir wieder raus. Dann hoffe ich mal, dass es jetzt auch radioaktiv verstrahlt ist sozusagen. Hier sieht man wieder den Leuchtkegel, ne? Beim letzten Mal, wo ich das da gesammelt habe. Oder wo es gelootet gewesen ist. War das nicht angezeigt? Nein, falsch. So. Machen wir mal ein Bildchen von, auch mal ein anderes. Nicht immer nur vom Kampf, sondern auch mal so. Ob Sneaky hier auch hochkommt? Ja, ja, ich bin da. Kein Problem. So, auf geht's. Okay, der Mond geht unter. Ich glaube, jetzt hier wird's lustig werden. Kann ich da reingucken? Ja. Sturztrommel. Was für ein Fund! Dies könnte der Anfang vom Ende sein. Von allem. Oh Gott, hier sieht's ja aus. Meine Güte. Du bleibst hier, Sneaky. Pass gut auf dich auf. Ich bin hoffentlich bald wieder zurück. Bin ich hier? Plastikarm an. Er wartet nur auf dich. Du hast ein Manufaktorium entdeckt. Hier hat Toxanol in den alten Tagen alles Mögliche hergestellt. Okay, Manufaktorium. Da müssen wir sammeln. Noch ein Ressourcentotem. Das erste haben wir schon. Biolab-Behälter, Überranggebäude 7, alte Weltgeräte 1, Glipper, Kleid of Ruck-Kiste und Untergrundbereich. Und jeweils die Klonkfaust, einmal die Wand zerstören, dann eine Tafel finden und ein Guckkasten. Es sieht schon krass hier aus, ne? So mit den Kristallen. Meine Güte. Das sieht ja mal irgendwo cool, aber auch beängstigend aus. Beängstigend. So. Okay, hier geht's rein. Ja, ja. Ich versuche mir erst ein bisschen vorsichtig umzusehen. Straßenschild, das haben wir auch schon mal gefunden in den letzten Folgen. Nackmundul Rockby und ein Gesundheitspaket. Hier ist nix. Hier war noch irgendwas. Ich glaube, ich muss buddeln, oder? Nee, doch nicht. Ein Rucksack. Der ist aber einiges schlechter. Hat ein bisschen mehr Rüstung gehabt, aber ja. Das war's aber auch. Eine Tannenweste. Ja, könnte man tragen, wenn man nicht gerade in diesem verseuchten Gebiet ist. Okay, wo gehen wir als erstes hin? Ich habe ein bisschen Angst, ne, muss ich zugeben hier. Was ist das? Da hinten ist doch was. Komme ich da hoch? Da ist irgendwas im Wasser. Wow. Okay, alte Bücher, irgendwas zum Looten haben wir schon mal. Wow, Valvinu ausstrahlend. Nach einer Eliminierung mit dieser Schusswaffe wird sie sofort nachgeladen. Sehr cool. Ich will eine Waffe basteln. Oha, oha. Oh nein. Oh nein. Dein Gleichgewicht ist perfekt. Vorsicht,
Nicht, dass wir hier runtergeschossen werden. Überall Gegner. Okay, oh. Oh mein Gott. Dreiunddreißig. Okay, ich glaube, hier drinnen werden wir unseren Spaß haben. Also passt mal auf. Moment, wir haben hier irgendwas dahinter. Angeblich. Nee, warte mal. Genau. Klangfaust. Kann ich vielleicht mich hier hoch? Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, okay. Ich nehme mal den hier. Habe ich jetzt den Feuerschuss? Okay. Hitze. Okay. Irgendein Fernseher oder irgendwas ist unter uns. Okay, da treffe ich nicht viel. Gehen erstmal runter. Wie komme ich denn da rein? Bedecke deine Augen, falls das Tageslicht schmerzhaft ist. Kommen die hoch? Wie komme ich jetzt da? Ne, das ist falsch. Okay, okay. Was ist das denn? What? Okay, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Mit dem Fernseher hier? Die Antenne muss in die richtige Reihenfolge zeigen. Hä, rotieren? Ach so, warte mal, muss ich jetzt vielleicht den innersten... Ah ja, okay. Nicht alles, was der Guckkasten überträgt, interessiert einen. Aber wenn es das tut, geht es mitten ins Herz. Das sah ja niedlich aus. Die spielen irgendwie Tennis oder so. Bumm. Aus. Oh. Ändert sich das oder kommt da immer dasselbe? Mal ganz kurz. Der war drin. Scheiße hier. Bumm. Okay. Rabirock. Wer es findet. So, jetzt die Frage. Ja, das frage ich mich auch. Ich kann hier keinen Pilz hinsetzen, warum nicht? Oh nein, ist mich runtergefallen.
Okay, komm, wir kämpfen erstmal. Er lädt auf. Das war kritisch. Schocki Shot. Icy Eis. Den hast du platt gemacht. Ich habe so das Gefühl, das Spiel wird immer herausfordernder. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Okay, okay. Ich möchte ganz gerne auf dieses Seilchen da hoch und wir probieren, ob ich dann da zu dem Turm zu. Geh, Basi. So. Ja, genau. Also entweder ist er dafür da, um nach unten zu gehen, oder ich kann hier. Okay. Man slidet mit dem runter. Okay, alles klar. Hier sind wir doch jetzt gewesen, ne, oder? Genau. Hier unten haben sie auch gekämpft. Dann knüpfen wir uns mal die vor. Schön ruhig bleiben. Damit wir da so ein bisschen systematisch vorgehen. Wo sind sie? Ich glaube, da hinten in der Ecke, ne? Kampfmusik ist da. Hammer. Was für ein Treffer. Da ist noch irgendwas, ein kleines. Upsi. Ah, ich hab das Möhrchen gar nicht. Meine Tiger-Attacke hat gar nicht funktioniert. Brecherchen, genau. Okay, okay. Dann haben wir das. Irgendwo wird noch geschossen. Beruhig dich, kleiner Ruby. Straflagerhose. Was haben wir denn jetzt hier? Hier ist jetzt die Wand mit der Klonkfaust gleich kaputt machen. Das machen wir gleich. Stippy Stip. Passiert da irgendwas, wenn wir die ganzen Tentakeln irgendwie bekämpfen? Okay. Gehen wir erstmal Richtung Klonki Klonk Faust. Viel zu ruhig hier. Das hat wehgetan. Pang, pang. Nachladen. Eisfläche. Schocki, Schock, Schock. Und jetzt die Tigerfaust hinterher. Beide. Nicht weglaufen. Okay. Da war auf rechts von mir war noch ein größerer Elementar hier da drüben. Ich lasse den erstmal, wenn ich ihn nicht gerade pulle. Da oben ist ein Silo. Okay, nutzen wir hier erstmal das, um kaputt zu machen. Was sich dahinter verbirgt. Wo ist denn man jetzt hier gelandet? Ist schon mal ein überragendes Gebäude, sehr gut. 1 von 7. Knack. Gute Waffen beginnen mit gutem Schrott. Boah. Das ist ja echt
Ach nee, ich wollte mein Möhrchen hier. Zack. Dann haben wir das. Dann markiere ich mir gleich mal die nächste Tafel. Kann man jetzt hier hoch? Und wenn ja, wo geht man am besten hoch? Da unten hat man schon wieder Kämpfe. Oh Geschichten Gott. Überleben nur, solange jemand zuhört. Also hör gut zu. Immer doch. Hier ist eine Hängematte oben aufgebaut. Eine Kiste, aber da ist wahrscheinlich kein überragendes Gebäude drin. Und Rick B. Das solltest du behalten. Das machen wir auf jeden Fall. Das alte Silo, ist da irgendwas drauf? Das sieht mir jetzt nicht so aus auf den ersten Blick. Gehen wir mal in den Bereich hier. Kann ich da hochklettern? So viel Schaden macht das halt nicht, ne? Ich sehe halt die Energieleiste nicht von den zwei Raggern. Schieß alles in Stücke. Okay. Ein schlauer Gegner würde jetzt abhauen. Gott, das hat er ja jetzt gar nichts abgezogen. Beide gleichzeitig erwischt. Jemand Lust auf Pfannkuchen? Oh mein Gott. Beruhigen Sie sich. Scheiße. Heilen. Ein bisschen kiten. Elektrisch. Und dann Tigerangriff. Krasses Gebiet hier. Also das. Oh, da ist ja noch einer. Hier wimmelt es ja nur von Gegnern. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, kurz nachladen. Was haben wir hier? Hier geht's runter. Okay, wir bleiben erstmal hier oben. Lasst mal hier gucken. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das in eine Folge verpackt bekomme, dass ich da so viel zu tun. Hier drüben haben wir noch die Tafel. Die könnten wir uns mal ganz kurz holen. Das ist ja auch ein schönes Bild hier. So. Wir sind ja schon bei 23 Minuten. Es geht ums Schicksal. Deins, meins, das der gesamten Welt. Kaum zu glauben, dass es an der Tafel noch Aushänge gibt. Ich glaube nicht, dass viele von den Maschinen stammen, die hier gearbeitet haben. Du näherst dich einem der Automach-Omaten von Toxanol. Spitz einfach deinen Lauscher. Hier fertigte die Toxanol Corporation viele Dinge an. Nur wenig davon hielt länger als diese Anlage. Was wurde hier hergestellt? Warum Zeug kaufen, das kaputt geht? Warum Zeug kaufen, das kaputt geht? Wenn man nur genug Grün hat, um die Billigversion zu kaufen und sie sofort braucht, tut man das eben. Selbst wenn die teure auf lange Sicht billiger wäre. Halte nach einer Spur Ausschau. Sie könnte unter all diesem Müll verborgen sein. Folge dem Pfad, okay.
Da würde ich aber sagen, machen wir eine etwas kürzere Folge heute, machen wir hier einen Cut und in der nächsten Folge werden wir dann weiter durch die Manufaktorium, genau, wuseln. Ein Ressourcentotem fehlt noch, ein Biolab behält 6-mal überragende Beute, eine Glipper Glide of Rock Kiste und den Untergrundbereich müssen wir auch noch sozusagen einmal besuchen und dann den Pfad folgen. Mal gucken, vielleicht führt er uns ja dann nach unten, wer weiß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall sehr herausfordernd hier. Gefällt mir sehr. Auch so jetzt hier von der Aufmache und man kann hier so viel erkunden und so. Also ich glaube, hier wollen wir noch ein bisschen Zeit verbringen auf jeden Fall. Und ja, lasst mir gerne Feedback da, wenn euch der Part gefallen hat. Mit einem Daumen nach oben, Kommentar, freue ich mich immer riesig drüber. Wenn es nicht gemacht, lasst mir gerne ein Abo. Da verpasst keine Folge mehr auf meinem Kanal. So ist richtig. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.